Auf Neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Im letzten Part sind wir hier im Glen Himalayana angekommen, haben den ersten Tag abgeschlossen, ein paar Fälle gelöst. Und ja, jetzt geht's weiter. Zu Ping? Zu Ping. Der hat bestimmt noch Sachen tun. Warum er sich aufhält. Vor allem heute, gut informierte Quellen berichten, dass die geliebte Vasagrin bei lieblich 25, oh, die ist was für mich, vorhin ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Besorgte Fans belagerten das Krankenhaus, wo die folgende Diagnose bekannt gegeben wurde. Ein verdorbener Magen. Oh nein, offensichtlich hatte mir lieblich 8 Portionen Pilzsteak gegessen und konnte nicht widerstehen, wie ihr Magen darauf reagieren würde. Vorhersehen. Shopping-Detektiv, heute stellen wir vor den kleinen Laden auf der Isla Sokosaria. Erstaunlicher Pioniergeist des Inhabers führte diese Insel. Für den Diesen von Rohling auf die unbewohnte Insel, um hier im Einzelhandel sein Glück zu versuchen. Ich wollte etwas tun, das noch nie jemand getan hat. Ist ja ganz normal, wenn man mit einem älteren Bruder aufgewachsen ist. Im Interview zeigte der Inhaber sein stolzes Lächeln und gab zu Protokoll: Wunderbar, endlich bin ich mein eigener Chef. Rezept. Auch heute wieder kochen für Fortgeschrittene. Und auf dem Speiseplan steht Peach Tort. Alles, was man braucht, ist Backmischung und ein Pfirsich. Passt jetzt ja zur Tischstunde am Nachmittag. Tschüss, blieb der Newsletter von Rohling rar. Laden ist open again. So und nicht anders. Aha. Oha. Mojimi, ne? Oh, es ist alles weg. Ich werde gefeuert. Ja, hallo, Luigi. Du kommst gerade durch ein neuer Fall. So, Klaritin, immer was geschehen ist. Ja, als ich aufgewacht bin, war mein Koffer verschwunden. Daran wichtige Geschäftsunterlagen und ein brandneues Firmenprodukt. Ja, ich bin so gut wie gefeuert, wenn das wirklich weg ist. Beruhige dich erstmal, ich werde dich erklären, ne? Lass das nur Luigi. Also, alles gut, Alter, und ein neues Produkt. Der Knallsirup. Oh, seine Wirkung ist gewaltig. Pur benutzt kann er. Tote zum Leben erwecken. Mal. Oh, der Pilz. Wenn man den Sirup aber mit Muschelkalk und Gold versetzt und etwas wartet, ergibt es eine gewaltige Explosion. So gewaltig, dass der Zug in alle Winde zerstreut würde. Nicht auszudenken, was denn, das in falsche Hände geriet. Dagegen wäre meine Entlassung noch harmlos. Ja, es hat also jemand deinen Kaffee gestohlen. Ich erinnere mich, dass der Kaffee gestern noch da war. Und der Zug hat inzwischen irgendwo angehalten. Und daraus folgt, der Täter muss nochmal ein Zug sein. Du hast es mal wieder geschafft, Pink. Ja, jetzt hast du mit der Kellnerin der Dame aus Abteil 2 gesprochen. Nee, also ja. Mit der einen, mit der anderen noch nicht. Die beiden ist auch das abhanden gekommen. Die Kellnerin hat ein paar Muschelstecker verloren. Und die Dame Brilliant Tea eindeutig. Jetzt steht der Diebchen zu wissen, wozu man den Knallsirup benutzen kann. Wenn der Stecker den Ring gestohlen hat. Und das ist ja wahrscheinlich das Ort, was er das Torbrix ist. Also, Jetzt, du sollst ihn dir doch schnellstens finden. Wenn du nicht erst was findest, steht etwas fürchterliches vor. Okay, wollen wir nochmal mit der. Sprechen mit der Köchin? Warum mit dem Koch? Köchin. Keine Ahnung, sie sieht doch so aus, als wäre die. Kellnerin, hat sie gesagt. Ja, Kellner. Weißt du. Unglaublich, wie schnell du diesen Dieb gefasst hast. Oh, einfach umwerfend. So, Meister der Küche. Ich hatte übrigens auch eine Bitte. Darf ich? Ja. Na, aber gleich. Und von meinem Ex-Freund habe ich diese Aussteiger aus Mittelbüsch geguckt. Und da, die wohl irgendwie verschwunden sind. Ach, diese Aussteckern hängen so viele Erinnerungen an ihm. Da kannst du die Aussteckern für mich suchen. Bitte? Ja. Also, wir gucken mal. Was haben wir jetzt für Abteile schon durchsucht? Sehr weit hinten. Also sehr weit vorne noch nicht. Das wäre jetzt mein Guess. Ja, außer beim Lokführer waren wir bei dem vorderen Abteil noch nicht. Welches? Ich glaube, zwei ist jemand. Da ist die Dame. Und
hier war doch der... Ich werde es zum Zippern, aber anscheinend sehr wichtig. Kriegen wir das jetzt Ping? Wahrscheinlich, ne? Ja. Ping, Pong, Pong, Ping. Wir sind on the way. Alter, die Musik. Die ist so crazy. Na, das haben wir nicht mehr gefunden. Ah, ist das für ein Blatt? Gibt's denn so irgendwelche Bauchmann-Hinweise? Oh, das ist ein Teil irgendeiner Unterlagen. Na, ja, ist also da. Welche, was hast du das gefunden? Abteil 1, das ist doch das Abteil von Starty. Jetzt, wo du sagst, hab ich heute den ganzen Tag noch nicht gesehen. Muss also irgendwo einen Zug versteckt halten. Also gut, du sollst auf die Fallen Starty schnellstens finden. Ich nehme an, überall wo Leute drin sind. Oh, Tulpenbachbahnhof. Überall wo Leute drin sind, wird nichts. Mal. Ich muss kurz auf Tulpen. Wir ja, schauen trotzdem mal rein. Vielleicht hat ja auch der Geist was mitbekommen. Oh, guten Morgen, ist das nicht ein wunderschöner Morgen, blub, blub. Auch heute Morgen werde ich wieder was Feines kochen, lalala. Obwohl, sie war doch immer so versessen in Starty. Vielleicht weiß sie ja was. Weißt du was? Guten Morgen, was ist eigentlich mit meinem Ohrstecker? Sagt also auch nicht mehr dazu. Dass sich bei uns vielleicht versteckt. Ja. Oh, ich komm wieder perfekt. Wertvolle Papiere herum. Wertvolle Papiere. Ja, das gehört zu den Unterlagen von vorhin. Der Täter muss hier im Zimmer gewesen sein. Warte, wenn hier jemand im Zimmer war. Wie wär's denn damit, dass wir uns nochmal verstecken? Aha. Bitte was? Ah, wer kommt denn hier? So Mist, hab ich erwischt. Ach so. Als. Alter, wie guckt. Du bist also der Täter, Reglesi und Starty, was zu verwirren. Und dann bestehst du aber andere Passagiere. Ja, also genauso wie ich vermutet habe. Ich hab sofort geschaut, dass du nicht der richtige Starty sein kannst. Und natürlich auch, dass du Luigi diesen Roboter geschrieben hast. Bahnhof und Pippen war fähig geflohen. Dich als Starty zu verkleiden war ein kühler, geschickter Trick. Na, aber du hattest Pech. Du kannst doch ahnen, dass ich mich im selben Zug befinde. In der Tat, mein Superhund geht nichts. Nun gut, zunächst gibst du die Stunde Sachen zurück. Koffer, schwere Aktentasche, Inhalt, Akten und Knallsirup. Goldring. Brilliant Teas Ring, den sie von unten. Ohrstecker. Der Kellner. Wichtige Erinnerungsstücke. Oh, mein Koffer und der Knallsirup.
Wenn dir. Oh, tausend Dank, tausend Dank. Der Ordensirup ist unberührt. Ich werde nicht gefeuert. Ja, das war ein sehr komplizierter Fall, aber ich habe ihn im Handumdrehen gelöst. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Unser Zug wird in Kürze den Bahnhof Tulpenbach erreichen. Haut er jetzt ab? Alter. Ja, wir dürfen ja raus. Okay. Das ist bei Leighton genauso gewesen. Da gab es so ein, zwei Haltestationen, wo man raus konnte und sonst war man wieder im Zug. Ich dachte schon, der Tag wird zu kurz. Aber wenn wir hier nochmal rausgehen dürfen, dann gibt es ja da noch was Kleines zu tun wahrscheinlich. Und wir müssen die Sachen noch zurückgeben. Tschüss! Wenn ihr mich von euch entsperren lasst, wird Prinzessin da ziemlich sauer. Oh, warte mal. Rumpel. Den hast du gesprochen. Ja, ich hab da die Gestalt von Storti ange... Storti. Hab die Gestalt von Storti angenommen, weil ich Rumpel. Aber in Wahrheit bin ich Rumpel. Eigentlich wollte ich zusammen mit Brunhilde Mario fertig machen. Aber dachte ihr mich wohl erwischt, bleibt mir wohl nur noch eine letzte Flucht. Der Rest wird dann Brunhilde erledigen. Bis dann. Ich würde gerne erst die Ohrstecker zurückgeben, bevor ich rausgehe und ja, die anderen kamen. Sollen wir kurz raus, Kinder? Ausgang zum ersten Wagen. Die passt ja sehr gut zur Rumpel, muss man mal sagen, weil die gehören ja irgendwie zusammen. Gut, das heißt erstmal darüber. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Dame war. Zweiter schon. Zweites Abteil. Das hast du gefunden, oh, mein Ohrmuschel, Ohrstecker! Pfui! Ich hab grad einen Flieger eingesaugt. Das ist hier. Aber so eine kleine Obstfliege. Ich möchte das zum Herzen danken. Gibt noch nie einen so netten Passagier wie dich. So, was gibt uns die Dame, die mega reich ist? Bestimmt ein bisschen Geld. Ein Riesennugget? Ja, ich glaube, die gibt uns Geld. Die Frage ist, ob es 50 oder 30 sind. Ruhig mal ein bisschen mehr rausrücken, die Alte. Ich sag, die ist knausrig. Hast du meinen goldenen Ring gefunden? Oh, das ist der Ring, den ich verloren habe. Danke, mein Kind, erhält euch, wusste, du würdest ihn finden. Nimm dieses Kleinigkeit zum Dank. Ah, tatsächlich. Knausrige alte Troller. Leb wohl. So, und jetzt kommen wir ja durch diese Seitentür da durch. Nach Tulpen! Stettheim. Dorf. Bach. Bach. Warte. Kannst du hier vielleicht Dampfattacke machen an dem Dings? An dem. Ja, kann ja sein. Ah, Eisenbahn sind so toll. Eines Tages möchte ich auch mal eine fahren. Oh, sehr gefallen dir also die Eisenbahnen. Alter, da ist der Dicke. Es gibt ein großes Problem, hör zu! Aber wir fest, dann hat der Zugbrücke geöffnet, wir können nicht abfahren. Eine Unmenge von so kleiner Kerl ist in den Bahnhof eingedrungen. Im Keller ist der Raum, in dem sich der Schalter für die Zugbrücke befindet. Der scheint diese Tipp betätigt zu haben. Aber da der Schalter schon so lange aus der Betrieb ist, kennt ihr keiner so genau. Ich müsste auch die Fahrt informieren. Also, ich hab doch bestimmt finden, Mario. Bitte, wirklich, oh, vielen Dank. Bitte schön, hier ist der Bahnhofsschlüssel. Hilfe. Oh, viel Glück, Mario. Ach, bitte, nein, das ist doch mehr Tanz. Den habe ich alles getroffen. Oh, der Luft wird schlecht, wenn man zu lange in diesem Abteil sitzt. Ich vertrete mir etwas die Beine und mir der Appetit für das Abend. Es gibt Kämpfe anscheinend. Luigi, dieser Verbrecher war kein Doppelgänger. Von Zati, weißt du doch.
Ja, ein Gespenst mit einem weißen Lack. Ja, gut, warte. Wir waren im Moment noch nachsam und da ist er von uns gewischt. Übrigens hat er von der Brunhilde erzählt. Warte mal, kannst du da weiter nach links gehen vielleicht sogar? Wenn man das gerade nicht sieht. Willkommen in Tulpenbach, jetzt auch gerade hier, um die Tanks zu füllen. Da gab es unter der Zugbrücke einen wunderschönen Fluss. Der heißt der Tulpenbach. Aber jetzt ist er ausgetrocknet und die Brücke ist nur noch... Warte, warte, ja, da. Links, rechts, oben, unten. Als ob da jetzt nichts ist. Ach, komm, hör auf. Na gut, dann gehen wir mal rein. Bahnhöfe sind auch schon tolle Sachen. Ich mag Bahnhöfe in Videospielen. Ich mag ja auch Zelda als Bildschirm. Da oben. Oh. Komm mal rein. Kann man von irgendwo hinspringen? Gibt es hier irgendwas Unsichtbares? Lift zum Zugbrücken-Schalterraum. Mit den Liftschlüssel zurück ins Killerbüro bringen. Killerbüro. Oh, da kannst du in den Hintergrund. Oh, da ist ein Schalter. Ah, da sind Züge drauf. Ah, das sieht ein bisschen aus wie das Bild von Calamari-Wüste mit dem Zug da. Oder? Vielleicht sind das Anspielungen und grüner Schlüssel. Ich hätte noch keine Idee, wie man zu diesem Orden kommen kann. Vielleicht gibt es ja irgendwo oben eine Tür oder irgendwas. Oh, neue Gegner. Aha. Endlich mal Cap-Fan. So, direkt wechseln. Ist ja sehr lange her, dass wir gekämpft haben, muss man wirklich sagen. Einige Parts. Wollen wir mal rausfinden, was das hier für sind. Weil wir hatten ja schon mal so ähnliche. Aber nicht ganz. Also schauen wir mal. Das ist ein Schneefi. Schneefi sind übrigens mit Strachtox-Eck verwandt. Ah, oder was sie doch sicher nicht verwechseln, oder? Maximaler KP 7, Angriffs K4, Verteidigung 0. Na, Schneefis greifen dort frontal an, oder sie benutzen Elektroattacken. Donnerblitz, ne? Nachdem sie sich aufgeladen haben, solltest du sie nicht mehr direkt angreifen. Zudem laden sie sich auf, wenn du sie mit Elektroattacken angreifst. Also, lass das lieber. Okay, der eine soll so direkt tun. Ja, das reicht. Da fehlt ein Angriff fehlt. Ja, das war nicht gut. Okay, sie laden sich noch nicht auf. Wir können gut dabei sein. Ist die Frage, ob Powersprung ausreicht oder eine Stampfattacke? Ich weiß nicht. Oh, knapp. Sehr gut. Oh! Ja, einfach nochmal drauf. Reicht ja. Timing muss man wieder. Ja, ich kann sie halt auch nicht. Vom Brina werde ich nie richtig hinkriegen. Well, well, well. Ba-da-ba-da-ba-da-ba. Wow! Na super. Wir sind elektrisch geladen, tja. Das schmeckt ja eure eigene Medizin. Was sollen wir ja nicht, aber wenn wir ihn jetzt töten, ist ja egal. Das war mit dem guten Sprung hier schaffen. Oh, geht ja relativ flott. Mehr Münzen! Oh, da oben sieht's interessant aus. Dann würde ich sagen, gleich mal da hoch. So aufgeregt gewesen.
Oh, was soll denn das hier? Oh, hör mal. Hätten wir auf Yoshi aufsteigen müssen. Was soll denn das, Flo? Ich weiß nicht, wie ich mal so schlecht sein kann. Ich frag mich jetzt immer wieder. Warum drehen die sich manchmal so scheiße? Es ist immer das gleiche Pattern. Ja, muss ich jetzt das einmal eine Mal abwarten. Dreht er so, dass der nächste nicht kommt und beim nächsten Mal kommen sie doch passend. Jetzt sollten sie passend sein. Und da musst du wieder eins zurück dann eigentlich, wenn du auf rosa bist, weil dann nicht direkt blau kommt. Ich hab doch vorhin schon viel krassere Sachen geschafft. Ja, ich lerne es aber auch nicht. Dankeschön. Einen doofen Pilz wegmachen da. Rockenpilz. Ja, bringt ja nichts. Egal. Warte, dahinter ist was, glaube ich. Da war, da, siehst du. Gott sagen, hier sind so viele Sachen, da muss was hinter sein. Und da muss man jetzt hoch. Nein, du brauchst, glaube ich, hier Kupio. Ich glaube, ich schaffe das nicht mit. Sehr schön. Wie traurig Kupio hier runtergeguckt hat, ey. Back to the green door. Eigentlich ist das Schloss noch grün. To the green. Oh, außen. Lock. Aber ich denke, das ist ein guter Zeit. Um die Party zu beenden. Es gibt hier, glaube ich, noch einiges. Ich glaube, das ist jetzt so eine Art Dungeon, wenn man das überhaupt ein bisschen wie Logarts Burg und sowas. Und ob im nächsten Part dann die Reise weitergeht. Und ob wir vielleicht auch dann in Bad Glimmerich ankommen. Seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Paper Mario 2, die Legende von mir und Tod. Also, ich hoffe, dass ihr ein Like da lassen. Bis dahin, tschüss. Tschüss.